Morales Sobiao. I thought the city would be the person again to the exciting episode. Wir würden gerne Frau Schöne-Bernhardt spielen, bitte. Ein bisschen Applaus. Genau, vielen Dank. Also, vorteil erstmal danke vielmals für die wunderschöne Stimmung, die wir hier haben, für die Performances. Also, das ist wirklich Spaß auf der Song. Und ich bin sehr, sehr berührt. Im Namen der Jury möchte ich vielleicht etwas sagen. Wir haben schon eine heiße Diskussion gehabt. Wegen der ersten drei Platzierten. Und zwar einfach für das Zwischen. Wir haben drei Platzierte, die ersten drei eigentlich, die alle super gesungen haben. Und wir dürfen uns entscheiden, wer der erste, zweite und dritte wird. Und wir haben einfach anhand von der Ausstrahlung, die wir auf die Bühne gehabt haben, entschieden, wer der erste, der zweite und der dritte wird. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Herzlichen Applaus und auch die Jury überhaupt, dass sie sich die Arbeit genommen haben, die schwere Arbeit. So. Wir dürfen den drittplatzierten, also unsere drittbeste Teilnehmerin auf der Bühne bitte. Das ist niemand anders als Frau. Happy Jane Olsen! Da kommst du jetzt über ein Hotel, ein Gucci vom Hotelplan zum Reisen. Ein Reisegucci zum Hotel, vom Hotelplan. Im Wert von 300 Franken. Was sagst du? Sie ist sprachlos, dass sie das Finale geschafft hat und als drittbeste rausgekommen ist mit einem mehr oder weniger spontanen, improvisierten Lied. Aber es ist uns alle ins Herz gekommen, oder? Und wir haben rausgehört, dass du eine wunderschöne Stimme hast. Nochmal Applaus für Frau Hannelin Olsen! Wir kommen zu den Zweitplatzierten. Das ist eine junge Frau namens Kim Jok-Nyo. Und das hat man dort angesehen, dass du wirklich die Emotionen in dein Lied gebracht hast und dass du das deinem Satz gewidmet hast. Merci. Bitte, hörst du mir auch an? Also. Jetzt zum unser Favorit, würde ich sagen. Der erste ist. Yeah!
Thank you.